liebe Cornelia Müller, dir erstmal viel Kraft und alles Gute in der Aufgabe. Ich danke dir auch, dass du dich in die Aufgabe stellst mit allen, die hier in Gera zusammen für uns einstehen. Ich will aber auch den Dank für gestern Abend nochmal unterstreichen. Es war eben nicht selbstverständlich, in einer Stadt, in der permanent Menschen in politischer Verantwortung stehen, angegriffen, angemeiert, verächtlich gemacht werden. Die Art und Weise, wie Herr Klar hier auftritt, das ist schon etwas, was einen sehr quält. Weil das nach außen ein Bild transportiert von dieser Stadt Gera, was diese Stadt Gera nicht verdient hat. Genau. Diese permanente Verächtlichmachung, also es gibt hier ja auch einen Grabstein, der meinen Namen trägt, damit will der Herr mich offenkundig emotional beleidigen. Und dann sage ich immer, ja, ich verstehe, dass er mit allen Tricks arbeitet und diese Leute mit allen Tricks arbeiten. Wenn man beim Oberbürgermeister vom Privathaus steht, ist das genauso unerträglich wie jede Form des Herabwürdigens. Und wenn hier Schilder getragen werden, entschuldigt, dann waren die Politiker die Ersten, die drauf waren, und jetzt war es auch ein Journalist. Und damit wird deutlich, dass damit eine Brandmarkung für alle organisiert werden soll, die für das demokratische Gemeinwesen eintreten. Das ist eine Bedrohung für ein geistiges Klima, in der eine freie Diskussion immer mehr verunmöglicht wird. Und ich habe das erlebt, als ich bei Daniel im Wahlkreisbüro zu einer Veranstaltung war. Da hatte ich das Gefühl, dass man dann trommelnderweise irgendwie daran gehindert wird, noch einen Gedankenaustausch zu haben. Und als ich zum Betriebsbesuch hier war, hat man versucht, sozusagen mir den Weg von dem Betriebsbesuch zum nächsten Ort zu verhindern. Und ich lasse mich trotzdem nicht abbringen. Als ich mit dem Oberbürgermeister durch die Stadt gelaufen bin, beim Bauhausjubiläum, haben wir uns Objekt für Objekt angeguckt und ich habe ganz andere Bürger erlebt. Ich habe ganz freundliche Bürger erlebt, ich habe Menschen, die zugewandt waren, erlebt, die sich gefreut haben, wenn man ins Gespräch gekommen hat. Und relativ schnell ist man dann am Miteinander reden, wo stehen wir, wo haben wir Sorgen, wo haben wir Probleme und wo müssen wir hin. Und ja, Cornelia hat es gesagt, wir leben natürlich auch in durchaus komplizierten Zeiten. Ja, ich sage das so deutlich. Der Umgang mit der Branche Landwirtschaft, den finde ich unerträglich. Ich finde das nicht akzeptabel, wenn wir wollen, dass die Landwirte sich in ihrer Produktion umstellen. Dann müssen wir ihnen verlässliche Rahmen geben, damit sie über einen Prozess von 10 oder 20 Jahren den Veränderungsprozess auch organisieren können. Im Ruhrgebiet war das selbstverständlich. Und als es jetzt darum ging, den Braunkohleausstieg zu begleiten, war es auch selbstverständlich. Aber einer Lebensmittelbranche, einer ernährungswirtschaftlichen Branche, die wir in jedem Dorf brauchen, dort auf einmal hinzustellen und zu sagen, also das, was in der Borchert-Kommission über Jahre erarbeitet worden ist, wird in einem Federstrich weggeworfen. Und 3 Monate später oder 2 Monate später kommen die 2 großen Sparbeiträge, die diese Branche erbringen soll, ohne dass es in sich schlüssig wäre zu den anderen Sparmaßnahmen. Deswegen will ich, Kollege hat es angesprochen, ich sage das in der Deutlichkeit, wenn wir über die Landwirtschaft reden, und das ist Ostthüringen, Ostthüringen ist hier in der gesamten Fläche geprägt von diesen Betrieben, wenn wir uns dann angucken, die Landwirte sollen 2 Milliarden Sparbeitrag bringen, alleine 24 Fälle von Vermögenden, die jetzt vererbt haben. Allein in 24 Fällen hat der Staat auf 1,435 Milliarden Erbschaftssteuer einfach verzichtet. Das heißt, bei 24 Einzelpersonen, die ein Riesenvermögen erben, sagt man auf einmal, naja, da haben wir Geld zur Verfügung. Aber bei allen, die im ländlichen Raum unterwegs sind, mit ihren Maschinen, mit ihren Produktionsmitteln, da ist man still dazu. Deswegen erwähne ich das, weil auch der Teil muss angesprochen werden. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit mit den Landwirten zusammengestanden und sage, so geht's nicht. Und unsere Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanski ist zurzeit die Vorsitzende der Agrarministerkonferenz. Die hat genau aus diesem Grund jetzt eine Sondersitzung einberufen und hat gesagt, das geht so nicht, wir sind nicht bereit. Auch wenn man der Meinung ist, dass jeder einen Sparbeitrag leisten können müsste,
Da muss man doch mal fragen, wieso über Diesel bei Agrarträgern geredet wird, aber über Kerosin bei Flugbewegungen nicht. Das ist doch irgendwie seltsam. Wenn über den Traktor geredet wird, der Antitriebsmittel ist, aber über das Dienstwagenprivileg nicht mal eine Begrenzung gemacht wird. Und da meine ich ausdrücklich, niemand, ich gönne jedem seinen Dienstwagen. Ich habe selber da zwei schwarze Limousinen draußen stehen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man sagt, dass zum Beispiel die Volkssolidarität mit ihrem Mobil auch zu dem hinfahren kann, zu dem er hinfahren muss. Deswegen wäre es so ein kleines, wenn du eine Begrenzung einbaust und sagst, bis zu dieser Höhe ist die steuerliche Abschreibung möglich. Und dann könntest du auch mal einen Gleichklang mit den anderen Themen bringen. Aber wenn du gleichzeitig schweigst zu Vermögen, die sich verändern, und das sage ich in aller Deutlichkeit, Dieter Schwarz hat alleine im Jahr 2022 auf 23 sein Vermögen von 36 Milliarden auf 39,5 Milliarden gesteigert. Das ist der, dem Lidl und Schwarz gehört, dem die Kaufland-Gruppe gehört. Das ist der, deswegen erwähne ich ihn, weil es in den Kontext der Landwirtschaft gehört. Das ist der, der gerade in Erfurt die Nudelfabrik gekauft hat, der Leisnig die Sprudelfabrik gekauft hat, der im Moment dabei ist, Stück für Stück die Primärproduktion selber in sein Unternehmen reinzuholen, was den Druck auf die Landwirte noch mehr erhöht. Deswegen sage ich, wir müssen reden über Regionalität. Was ist uns ein in der Region angebautes Gemüse wert? Was ist uns ein in der Region gekochtes Essen wert? Das war das, was ich mir gestern in Schmalkalden angeguckt habe. Da wird gerade in der Wurstfabrik eine riesige Küche gebaut, die in Zukunft für die Region das Essen herstellt. Und was ist uns das wert? Das wäre dann mal eine Diskussion, warum will man von Schulessen jetzt 19%, wäre es nicht möglich, ein regional gekochtes Essen steuerfrei zu stellen. Dann hätten alle, die in der Wertschöpfungskette sind, etwas davon. Das ist das, was wir immer thematisiert haben mit regional statt global. Das heißt, vor dem Globus nicht in die Knie gehen, sondern in der Region gemeinschaftliche Wege zu gehen, damit man weiß, wofür man das tut. Das Beispiel will ich nochmal sagen. Als in Winterhausen, das ist dieser Ort bei Helme-Heringen, also in der Nachbarschaft von Nordhausen, die mussten am 24. Dezember feststellen, dass das ganze Dorf 3 Meter Wasser hatte. Das heißt, die mussten Heiligabend ihre Wohnung räumen, ihre Häuser räumen. Können Sie sich ungefähr vorstellen, wie denen ihr Weihnachtsfest war. Und wenn man dort hinschaut und sagt, was passiert da eigentlich? Da war es der Agrarbetrieb, der örtliche Agrarbetrieb, der in der Nacht mit allen Traktoren draußen war. Was ist uns also ein vitaler Betrieb im ländlichen Raum wert? Deswegen ist das nicht einfach nur die große Treckerparade, wenn die nach Berlin fahren, sondern das ist etwas, dass wir uns klar werden müssen, was ist uns der ländliche Raum wert und was brauchen wir, dass dieser ländliche Raum nicht nur zum Ausbluten da ist oder ein Ort ist, bei dem man zum Schlafen hingeht, sondern es ist eine Verbindung zwischen Stadt und Land. Und wo sage ich das? In Gera sage ich das. Weil das Umland um Gera herum ist ländlich geprägt und die Agrarbetriebe sind hier alle überall spürbar. Aber wir müssen sie mal zur Kenntnis nehmen. Und deswegen sage ich auch, die Frage, was ist uns Lebensmittel wert, was ist uns Tierwohl wert, alle diese Fragen müssen wir mit in das Kalkül ziehen, wenn wir über die Entwicklung von Thüringen und Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mal über den Tellerrand gucken und nicht einfach sagen in einer Nacht- und Nebelaktion, jetzt haben die nochmal hier was zu sparen und da was zu sparen und von dem anderen wird nicht geredet. Die Ausgewogenheit fehlt mir und die Verlässlichkeit fehlt mir. Das sind die beiden Themen, mit denen ich in den nächsten Monaten sehr deutlich über die Problemlagen bei uns reden werde, aber nicht unter dem Aspekt, die demokratischen Parteien sind alle Mist. Bei meiner inhaltlichen Kritik will ich überhaupt keine Partei herunterreden oder herabwürdigen, weil das Problem ist, das ist das, was wir gerade erleben. Das ist das, was Herr Klar hier ständig organisiert. Die da oben sind alle Mist. Und dann meinen sie alle anderen. Und dann sind sie gleichzeitig diejenigen, die dann zusammensitzen in Potsdam in der Villa Adlon und darüber überlegen, wie man eine Deportationsliste machen muss, damit auch deutsche Staatsbürger ausgewiesen werden. Und dann gucke ich auf Thüringen und sage, das ist irre. Würden wir diesen Reden, die hier gehalten werden, auch teilweise montags, würden wir diesen Reden mal folgen, wenn wir ihnen mal zuhören, millionenfaches Abschieben,
Würden wir alle Ausländer und alle Nichtdeutschen in allen neuen Bundesländern zusammenzählen, kämen wir nicht mal auf die Millionen, die die immer abschieben wollen. Aber das wären dann bei uns alle. Und da sage ich nochmal deutlich, wer vor die Zentralklinik Bad Berka geht und ruft Deutschland den deutschen Ausländer raus, der muss sich im Klaren sein, wenn die wirklich geht, dass dann keiner mehr da ist, der den Hintern abputzt oder den Arzt, der die medizinische Versorgung bringt. Jeder vierte Arzt in Thüringen ist mittlerweile nicht Deutscher, damit wir wissen, über was wir reden. Und ich fliege nach Vietnam, um junge Leute anzuwerben. Wir haben mit 3 angefangen. Vor 10 Jahren sind die ersten 3 gekommen. Aktuell haben wir 767 junge Vietnamesinnen und Vietnamesen in der Erstausbildung in Thüringen. Und wir kriegen nächste Woche die ersten Facharbeiter, die in Da Nang ausgebildet worden sind und einen IHK-Abschluss nach Südthüringer IHK-Prüfung machen. Das heißt, die kommen schon mit einem IHK-Abschluss zu. Das ist die Art, wo ich sage, so müssen wir uns überlegen, was sind unsere Probleme und nicht sind die Migranten an sich der Feind von uns. Und auch da sei mir ein offenes Wort gestattet. Ja, auch unter Migranten, wer immer dann mit Migrant gemeint ist, auch unter Asylbewerbern mag der ein oder andere sein, der sich an unsere Regeln nicht hält. Dann sage ich, dann müssen wir den nehmen und mit ihm konkret darüber reden, was funktioniert bei dir nicht. Was hast du nicht begriffen? Aber wenn diejenigen, die hier durch die Stadt ziehen, sich an keine Regeln halten, meinen, sie seien einfach diejenigen, die dann die Bestimmung abgeben, nur weil sie Biodeutsche sind, dann muss man sagen, ihr haltet euch auch nicht an die Regeln. Und das ist nicht euer Recht. Wenn ihr von den anderen verlangt, dass an die Regeln sich gehalten wird, dann muss das für alle gleichermaßen gelten, weil sonst halten wir uns in diesem Staat nicht mehr aus. Und wenn dann der eine oder andere, ich bin da immer ganz fasziniert, wenn der eine oder andere dann vom christlichen Abendland spricht, dann kommt bei mir immer eine besondere Stimmung auf. Dann sage ich, ich würde gerne mal mit so jemand darüber reden, ob er weiß, wo das Christentum entstanden ist. Ich würde gerne wissen, ob er weiß, wer Paulus ist und wo Paulus geboren ist und wo Tarsus liegt, ob er mir das auf der Karte mal zeigen kann. Und ob er jemals davon gehört hat, was Paulus in Damaskus erlebt hat. Weil wenn man verstehen will, was die Weltreligion Christentum ausmacht, dann kann man das ohne die Region, in der sie entstanden ist, gar nicht verstehen. Und wenn von dort, nämlich aus Damaskus, Flüchtlinge kommen, dann zu sagen, ihr passt nicht zu unserem christlichen Abendland, dann muss der Mensch ja irgendwie ganz irritiert sein. Dass er sagt, Moment, wo du uns jetzt heute nach mit eurem christlichen Abendland. Und deswegen sage ich, ich möchte, dass wir in einem Land leben, so wie es unsere Verfassung auch definiert, in dem niemand gefragt wird, welche Hautfarbe hast du, welche Haarfarbe hast du, welche sexuelle Orientierung hast du, wo kommst du her und welcher Nationalität bist du oder welcher Blutsabstammung, da weiß ich auch nicht so genau, was damit gemeint ist. Und dann sage ich, erst wenn wir fragen, nicht woher kommst du, sondern wohin willst du und welchen Beitrag leistest du für uns alle, mit uns gemeinsam, erst dann wird doch ein Schuh draus. Und wenn ich unter dem Aspekt angucke, was wir für Probleme haben, jetzt schon mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen und zunehmend im öffentlichen Dienst. Ja, auch bei mir im öffentlichen Dienst sind 4000 Stellen nicht besetzt. Und wenn, klaue ich sie euch, der kommunalen Ebene, weil wir zahlen halt ein Stück besser. Oder bei Lehrerinnen und Lehrern. In meiner Amtszeit sind 6500 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt worden. Das ist ein Drittel des gesamten Lehrpersonals. Alleine in den fast 10 Jahren, in denen ich jetzt regiere. Und trotzdem reicht es nicht. Weil 800 Lehrer fehlen mir konkret. Die sind bezahlt, die Stellen sind da. Aber die realen Lehrer fehlen mir. Und ich finde es Mist, dass jede Unterrichtsstunde ist für mich eine Bitternis. Und ich würde gerne dafür das Personal haben, dass der Unterricht gegeben wird. Deswegen, wir werden alle das gleiche Problem haben. Und wer dann ruft Ausländer raus, der hat nicht verstanden, wohin die Reise geht. Wir werden bis 2040 24,9% aller Erwerbstätigen in Rente gehen haben. Das heißt, jeder Vierte. Wohlverdienter Ruhestand ist völlig in Ordnung. Aber wir haben nicht einmal die Hälfte an eigenen Menschen, die nachfolgen.
Das heißt, wir brauchen Rationalisierung, wir brauchen auch Modernisierung im Betrieb, wir brauchen auch Veränderung, weil wir brauchen auch Zuwanderung. Irgendjemand muss herkommen, weil sonst werden wir den Standard, den wir haben, nicht halten. Und da will ich Ihnen nochmal so ein verblüffendes, eine verblüffende Spiegelung machen. Als ich in Vietnam war, nimmt mich der Präsident beiseite und sagt, Herr Ministerpräsident, ich habe eine Frage. Ich würde gerne von Ihnen mal erläutert bekommen, wieso ist Thüringen so stark geworden? Wenn du in Thüringen rumfährst, wird dir jeder sagen, bei uns ist alles am Ende. Funktioniert gar nicht. Und der in Vietnam sagt, er versteht überhaupt nicht, er hat sich die wirtschaftlichen Zahlen Thürings angeguckt und hat festgestellt, von allen, die vor 33 Jahren aus dem RGW aufgebrochen sind, ist das Land Thüringen das Land, das am stärksten wirtschaftlich sich entwickelt hat. Niedrigste Arbeitslosigkeit, stärkstes Zuwachs am Bruttoinlandsprodukt und allein in den letzten 5 Jahren schon wieder 500 Neuansiedlungen mit einem Investitionsvolumen von fast 5 Milliarden. Und außen betrachtet man uns völlig anders, wie wir uns innen betrachten. Wir haben ein Binnendefizit in der Emotion, weil die Emotion, und da will ich jetzt nochmal Gera besonders ansprechen, in Gera denkt man, die Welt ist immer zu Ende. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Diese Stadt hat ganz andere große Brüche durchstanden. Natürlich mit dem Oberbürgermeister waren wir zu einer Veranstaltung, haben wir gesagt, wir haben uns gestritten, ob Gera im Kaiserreich die reichste Stadt war oder die viertreichste. Die Differenz ist egal. Aber dass sie unglaublich reich war, weil sie wirtschaftlich unglaublich prosperiert hat, das sieht man heute noch an den Kultureinrichtungen, an den Industriewillen. Man sieht es doch überall. Und dass dieses Trauma aus den 20er Jahren Gera lange geprägt hat, das ist doch spürbar. Aber wohin sich Gera heute entwickelt hat, und das war nicht nur die Bundesgartenschau, sondern das waren die Menschen in dieser Stadt, wohin sich diese Stadt entwickelt hat und dass in dieser Stadt ein großes Angebot ist und eine große Breite an Entwicklungen stattgefunden hat, das kann man doch auch sehen, da muss man nur die Augen aufmachen. Na klar ist dann die Sorge, deswegen heißt sie ja so, ein Problem. Ja, aber darf ich Ihnen sagen, dass alle Einkaufszonen in Deutschland so aussehen? Und darf ich darauf hinweisen, dass es auch an uns liegt, dass wir bei dem Herrn mit A einkaufen und uns nach Hause schicken lassen. Und die Frage, wann wir selber mal das letzte Mal in einem Laden drin waren oder das letzte Mal im Kaufhaus drin waren. Ich bin im Kaufhaus groß geworden. Mein Vater hat bei Karstadt gearbeitet. Ich habe bei Karstadt gearbeitet. Mir blutet das Herz, was diese Investoren aus diesem Unternehmen gemacht haben. Aber ich sehe auch, wie sich Strukturen verändert haben, wie sich Einkaufsverhalten verändert hat, wie die Digitalisierung uns verändert. Deswegen wird man auch über diese Einkaufszonen immer wieder neu reden müssen, neue Initiativen ergreifen, neue Impulse setzen, weil ein Zurück zu HO und Konsum und Konsument wird es auch nicht geben. Und wenn mir dann einer sagt, ja, früher gab es im Dorf jedenfalls hier überall einen Laden vom Konsum, sage ich, ja, super. Möchtet ihr das Sortiment wieder haben? Jetzt kann einer Jorgen spielen. Das ist der mit Rotkohl und Weißkohl. Also ich hatte noch einen ganz guten Blick, wenn ich meine Familie in der Altmark besucht habe. Tatsächlich ist es so, wir experimentieren gerade mit 24-Stunden-Läden, wir experimentieren gerade mit Bürgerbussen, wir experimentieren gerade mit neuen Gemeindeschwester Agnes, nämlich 5 Gesundheitskioske in 5 Dörfern in Kirchheiligen und Umgebung. Dort haben wir jetzt das erste Mal, Herr Lauterbach redet noch davon, er will 1000 schaffen, wir haben 5, sie sind schon da. Und das ist die Perspektive, bei der ich sage, lassen Sie uns hingucken, den Bürgerhaus in Stadtroda haben wir bewusst gefördert, damit wir neue Ideen entwickeln. Und am Ende müssen wir auch den Mut haben und die Kraft haben zu sagen, wir können auch Nahverkehr anders denken. Das ist nicht nur der städtische Nahverkehr. Das war nicht nur die Frage, wie viele Straßenbahnen braucht Gera. Da hat der Ministerpräsident irritierende Erfahrungen gesammelt. Das Land hat gesagt, wir könnten 10 geben. Die Stadt hat gesagt, nein, wir nehmen nur 5. Das war eine neue Erfahrung für mich. Die hat mich auch intellektuell an Herausforderungen gebracht. Aber umgekehrt, Sie wissen das, als der Konkurs der Stadtwerke hier stattgefunden hat, war das eine Riesenkatastrophe. Und ich habe mich bemüht, zumindest danach das möglich zu machen, was möglich war, als das Kind im Brunnen lag.
Das lag nicht von mir im Grund. Aber als es lag, habe ich mich aufgemacht zu sagen, die GdW Elstertal lassen wir nicht an ein internationales Konsortium verscheuern. Und ich habe mich ziemlich hart damit durchsetzen müssen. Und deswegen möchte ich auch mit der städtischen Familie die Frage, wohin entwickeln wir Geras neue Mitte? Wohin entwickeln wir das große Grundstück, das da ist? Wie machen wir das mit der Einkaufszone? Das sind Themen, an denen müssen wir einfach weiter gemeinsam arbeiten, in gemeinsamer Verantwortung. Und das mich umtreibt, Herr Zacher ist da, das mich umtreibt, dass die Polizeigebäude einfach und die Kriminalpolizei in der Amthorstraße einfach modernisiert, umgebaut und die Kripo muss aus der Amthorstraße raus, dass das sozusagen ein neues polizeiliches Zentrum werden muss, das haben wir jetzt auf den Weg gebracht. Stück für Stück wird das angepackt. Das ist das, was ich meine. Wenn Sie reinhören in die öffentliche Blase und wenn Sie schauen auf WhatsApp und Telegram, dann geht die Welt unter, dann sind wir alle vergiftet, dann haben wir alle Chips eingeimpft gekriegt. Meine Damen und Herren, bleiben Sie doch bitte einfach mit den Füßen auf der Erde, gucken Sie, wie sich die Stadt entwickelt hat, gucken Sie, welche Substanz diese Stadt hat, gucken Sie, welche Substanz Ostthüringen hat und dass die Welt eben nicht am Hermsdorfer Kreuz aufhört. Und so oft, wie man mich hier sieht und auch weiterhin sehen wird, so oft sage ich, wird deutlich, dass Thüringen, ganz Thüringen an sich, ländlicher Raum ist, der zusammen entwickelt werden muss mit Stadt und Land und kein Teil gegen den anderen ausgespielt werden darf, genauso wenig wie Menschen gegeneinander ausgespielt werden dürfen, wie Herkünfte nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen, sondern wir müssen den Weg ebnen, dass wir sagen, uns ist egal, woher du kommst, aber uns ist nicht egal, wohin du willst. Und wohin du willst, das müssen wir mitbestimmen. Das müssen wir mit beeinflussen, damit wir die Menschen unterhaken und den Weg auch gut gehen. Letztlich möchte ich, dass die Menschen mit ihrer Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Und das wäre das Mindeste, was ich von jedem erwarte. Das ist aber auch das Mindeste, was ich jedem ermöglichen muss. Wenn ich also Geflüchteten verbiete, arbeiten zu gehen, dann gebe ich sie den Hetzern zur Verfügung. Und deswegen sage ich auch, das ist falsch. Auch solche Dinge dürfen wir so nicht weitermachen. Das, meine Damen und Herren, treibt mich jedenfalls am Jahresanfang um eines hochkomplizierten Wahljahrs. Und da gilt mein Satz, meine Damen und Herren. Wir können nicht beeinflussen, woher der Wind bläst. Aber wir können beeinflussen, wie wir die Segel setzen. Und die Frage ist, ob wir gemeinsam die Kraft haben und den Mut haben, zu sagen, wir setzen die Segel für einen demokratischen Rechtsstaat, für ein demokratisches Gemeinwesen, für ein Land, in dem Zuversicht, und jetzt sage ich bewusst auf Gottvertrauen, eine Grundlage ist, um zu sagen, die Themen, die anstehen, sind lösbar. Und ich will es nochmal deutlich sagen, alle Probleme, die wir haben, sind menschengemacht. Und wenn sie menschengemacht sind, dann sind sie auch durch Menschen lösbar. Und das ist für mich die Auseinandersetzung einer demokratischen Gesellschaft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, an allen Stellen, wo Sie Verantwortung tragen, an allen Stellen, wo Sie tätig sind, ich wünsche Ihnen viel Kraft für dieses Jahr. Ich bin froh, heute meinen Volkssolidaritätsbeitrag mal ausnutzen zu dürfen, denn ich bin immer ein Mitglied in dieser Volkssolidarität und zahle hier meinen Beitrag. Und ich lege Wert darauf, dass das, was soziale Träger sind, was uns soziale Begleitung angeht, uns gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wir werden nämlich erst merken, wenn es nicht mehr da ist, welche Bitternis wir erleben. Und das sollten wir gar nicht erst zulassen. In diesem Sinne, lassen Sie uns fröhlich in dieses Jahr gehen. Und Sie sehen mich fröhlich und mutig und aufrecht. Und ich bin immer noch gewillt, die Segel in die richtige Richtung zu setzen. Und, meine Damen und Herren, das Blaue möge bitte am Himmel bleiben und nicht im Himmel.